Hallo! Willkommen zu einer weiteren Folge von WWE 2K16. Kämpfen wieder gegen den Typen. Fastlane! Mit Einzügen natürlich! Denn das Match, naja, haben wir die letzten zwei Ausgaben auch schon gesehen. Also, es ist. Wahrscheinlich werden die Entrances länger gehen als das aktuelle Match. Damals kam er noch mit seinem coolen Film raus. Und eine coole Jacke hat er an. Wahrscheinlich gibt es sie als Replika irgendwo zu kaufen, so auf Amazon oder eBay. Sieht gar nicht mal so kacke aus. Wobei, was auch richtig geil aussieht, ist die Chris Jericho Jacke. Die mit den ganzen Lichtern. Also das muss ich schon sagen, ist schon echt eine geile Jacke. Die Chris Jericho Jacke. Besonders mit dem Entrance, wenn dann die Lichter ausgehen und dann sieht man nur die Jacke und dann. Ah, oh, ist einfach nice. Der wäre letztlich auch bei All In, bei dem Pay-Per-View von Cody Rhodes dabei. Und hat einfach mal wieder Kenny Omega angegriffen. Boah, also so wrestlemäßig so ein bisschen verhauen. Krass, also anscheinend kriegen wir wieder ein nice, krasses, geniales Match von Jericho und Kenny Omega. Also darauf freue ich mich auf jeden Fall schon, weil das erste, was ich da gesehen habe, auf jeden Fall schon eine Menge Bock gemacht. Und ich habe mein erstes Okada-Match an dem Pay-Per-View-Abend da gesehen. Wobei, ich habe mir die Wiederholungen angeguckt. Hatte darauf nicht wirklich so Bock, mir das anzugucken. Aber als ich gehört, dass der Rekord ist aufgetaucht, habe ich gesagt, okay, dann guckst du dir das Match doch mal an. Und habe dann gemerkt, so, aber es war besser als so einige Pay-Per-Views von der WWE. Aber denke ich mir, also kann man sich das definitiv mal gönnen. Jawohl, ja, jetzt kommen wir die Fäuste auf die Brust und dann geht das Match jetzt auch schon los. Guck mal, der Typ mal wieder klatscht. So, let's go! Boah, bam! Ah, vielleicht kriegen wir das ja schon direkt jetzt kaputt. Oh nein. Ah, hoffentlich können wir ihm ein paar Knochen brechen, das wäre schön. Was macht man denn jetzt mit dem? Komm, hau jetzt in den Rücken. Genau so. Jawoll, und jetzt erstmal schön den Nacken massieren, Alter, ja. Du magst es doch, meine Liebe. Bam! Oh nein, jetzt reverselt er. Aua! Dislocate his shoulder. Oh. So, jetzt springen wir auf ihn drauf. Rebound! Und sein Brustschutzding ist angegriffen und gelb. Oh, das finde ich aber nicht so geil. Aua. Das hätte jetzt schon sein können, keine Ahnung, ab wann so ein. Alter, was soll denn jetzt? Nummer 4. Nummer 6. 7.
Oh, ich hatte keinen Reverse. Doch, oh, wahrscheinlich erst später. Ein bisschen blöd. Die sind innen drin viel besser als nicht. Hä? Okay. Anscheinend ein richtig toller Move, den er gerade gemacht hat. Ja. Gute Nacht, sage ich da mal. Jetzt versucht er, mich zu pinnen. Kriegt aber nicht hin. Jetzt hat sie sie gereimt. One. Ja gut, nur bei 1. Und... Oh! Yo, Alter, Brutality, Alter. Kopfnuss erstmal. Komm, jetzt geht auf das erste Rope. Okay, wir warten, wir warten. Und... Crossbody! War nicht so optimal gelandet. Oh, ich glaube, das war so ein Zigzag-Light-Version. Wow, ein Count hat er hinbekommen. Krauses Drama. Ah nein! Doppelboot in die Rücken. Alles klar. Dude, mach auf keinen Fall falsche Sachen. Guck mal. Ich hab ihn auch runtergeworfen. Jawohl. Oh. Jo, alles klar. Ist genau neben ihm gelandet. Boah. Ist klar. was ich auch noch will, ist hier. Komm. Ja. Alles klar. Ich wusste gar nicht, wie einfach es eigentlich ist, hier den Schiri hier ein bisschen umzuklatschen. Schade, dass es keine solche illegalen Moves gibt, die man machen kann. So, keine Ahnung. Hier, Shinsuke Nakamura's Nutcracker. Oder ein Augenstechen. Und das halt dann einfach mal so machen, während der Dude dann halt am Arsch ist. Whoa, spinning forearm! Bam! Aua! Oh oh, Arm, Arm, das war der Arm. Oh, jetzt habe ich kaum noch Ausdauer. Pin! Pin! Oh, halt doch die Maul, Alter. Ne, so will ich nicht gewinnen, Alter. Der hat mich im Taunt angegriffen. Ist ja mega gemein. Also mich erstmal wieder hochheben. Oh nee, der will mich pinnen. Ah! Als ob. Komm schnell, dreh dich auf und ramm ihn richtig. Okay, dann halt. Erstmal so. Ey, das war doch gemein. Ey, wie du verlierst jetzt. Oh, zu spät. Nein, kein Pin. Ah, noch kein Pin, gut. Oh, das war zu früh. Ah ja.
This match has been 100 miles per hour. And I don't see any slowing down in the future. This is a great match. I love it. Anfeuern wir die Menge. The slower and slower he is. Bam! Bacon is just so good. I really need it. Look at these two giving it their all. There's absolutely no quit in them tonight. Habe ich mir rausgekickt, Dio. Aua! Das ist aber nicht so gemein. Also, das ist ziemlich gemein. Meinte ich damit. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass sein Rücken ja rot wird. Das wäre ja mega nice. Jawohl. Was? Als ob ich einfach so umfalle. Hey, so ein nasser Sack. Ich sollte erst mal ein bisschen Leben hier aufballern. Und jetzt gehe ich hier nach oben. Hoffentlich kann er da ein bisschen Leben wieder auf. Jo, das geht sogar. Jetzt warte ich nämlich, bis der aufsteht. Am liebsten würde ich jetzt noch ein bisschen taunten, aber anscheinend geht das nicht. Okay, rauchen wir jetzt ein bisschen da so rum. OMG Moment! Ja! Oh, wie hieß das Ding nochmal? Keine Ahnung. Faust, Dude! glaube ich. Welche, was für eine Richtung hat der denn gesprungen? Soldaten schon wieder. Alter, du bist tot, Ziggler. Okay. Das ist eine Endlosschleife. Aber meine Arme sind okay. Ein Zigzag, out of nowhere. No. Was? Die hat ihn doch rausgenommen. Boah, kann doch nicht sein, Alter. Weißt du, er geht da eine Middle Rope Ding, backt da so komisch rum und dann. Boah. Unser erster Pay-Per-View los. Vom Arsch. Ich glaube, wir haben sogar, glaube ich, die Authority-Dingsbums erfüllt, aber längst, weil wir nicht gewonnen haben, haben wir es dann doch nicht erfüllt. Die Voraussetzung schon, aber man hätte noch gewinnen müssen. Ja, Fall verkackt, scheiße, Mann.
im laufenden Match. Okay, ne, dann Einzug. Luke Harper, Bühne oben, bestätigen. Nee, nicht Bühne oben. Linke Ringseite. Ja, gehe ich mal direkt hier auf Konfrontationskurs hier. Bad News Barrett, ich hole mir deinen Titel, weil der eine hier Segler hat mich zwar jetzt besiegt, aber juckt mich doch nicht. Jetzt habe ich richtig hart Wut, weil das war unfair. Game hat gebuggt. Da kommt der Bad News Barrett. Komm, hau ihn doch einfach kaputt. Och, ey. Oh, das Spiel ist halt nicht auf meiner Seite. Zwar haut er mich sogar. Oh, ein Bad Day für Butterbill Bacon. Oh, und schon wieder. Oh. Jetzt geht's ab hier. Alter, hau ihn doch einfach mit den scheiß verfickten Hammer, Mann. Oh, wow, klasse. Richtig versagt, Alter, an diesem Pay-Per-View. Fastlane ist halt auch immer scheiße. Boah. Weißt du, versuchen wir uns gerade ein bisschen Heal zu machen und verkacken es komplett. Ich glaube, wir gehen lieber wieder Face-Richtung. Let's talk about Bad News Barrett. You attacked him during his match tonight. Was war der Grund dafür? Ich will deinen Titel. Ich stand es anscheinend an. Ich will dieses Match. Ich will Respekt, ist nicht immer in die Liga, man kann einfach... Ah, was war nochmal? Ah, auf dem Xbox-Controller? Das Grüne. You know, sometimes you have to go out there and take what you want. I've wanted a match with him for a while now. And if the authority won't give it to me, I'm gonna show them exactly why they should change their minds. I'm at the top of my game. He's at the top of his. It would be a matchup for the ages. It would be a matchup for the ages. You two have been clashing a lot lately. Is this turning into a rivalry for you? Na klar, denn ich will den Titel. He's trying to start a war that he can't finish. I'm up for the challenge. I just hope he's ready for the fight of his life. This is not just a rivalry for me. He is standing between me and what I want, and he'll soon regret that. He will soon regret it, und wie das regretten wird, seht ihr in der nächsten Folge. There you have it. Back to you guys. Von WWE 2K16.